Egal, ob alleinstehend oder mit Familie, im Eigenheim oder zur Miete wohnt. Egal, ob sie gerade keine Arbeit haben oder eigentlich ganz gut verdienen. Für alle ist es ein Albtraum. Ein Anruf von der Bank, ein Brief, die gesperrte Bank- oder Kreditkarte und nichts geht mehr. Sie haben Schulden. Wenn ihr monatliches Einkommen nicht mehr ausreicht, diese zu zahlen, sind sie überschuldet. Die Folge: Existenzängste, Panik und vielleicht auch Resignation. Jetzt haben sie zwei Optionen. Erstens, sie stecken den Kopf in den Sand und warten, dass es vorübergeht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Oder, und dass sie das hier sehen, zeigt, dass sie eher der Typ für die zweite Option sind, weitermachen, nach einer Lösung suchen. Und die gibt es. Die Expertinnen und Experten für ihr Problem finden Sie in der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle, die es in jedem Landkreis und in jeder größeren Stadt gibt. Hier arbeiten Schuldnerberaterinnen und Berater, allesamt hochqualifiziert und engagiert. Und das Besondere, sie unterliegen der Schweigepflicht. Das heißt, dass alles, was sie dort besprechen, auch dort bleibt. Und sie arbeiten, anders als viele gewerbliche Anbieter, für sie völlig kostenfrei. Wie helfen die Kolleginnen und Kollegen Ihnen? Sie verschaffen sich zunächst gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über die Höhe der Schulden und die Anzahl der Gläubiger. Sie prüfen, ob alle Forderungen rechtmäßig sind. Sie suchen gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen. Dafür verhandeln Sie zum Beispiel Vergleiche mit Gläubigern und übernehmen die Kommunikation mit Ihnen. Sie helfen Ihnen dabei, das Insolvenzverfahren in die Wege zu leiten. Dafür bestätigen Sie, dass keine andere Einigung erzielt werden konnte. Sie erarbeiten mit Ihnen einen Plan, wie Sie mit Ihrem Geld besser klarkommen können. Sie geben Ihnen Trost und Unterstützung und helfen Ihnen, Ihr Selbstbewusstsein nicht zu verlieren. Klingt das nach einem Plan? Gut, dann weiter. Erster Schritt. Zuerst erkundigen Sie sich, welche Schuldnerberatungsstelle für Sie zuständig ist. Dabei helfen wir Ihnen gern. Zweiter Schritt. Sie melden sich bei Ihrer Schuldnerberatungsstelle. Ihnen wird mitgeteilt, welche Informationen Ihre Beraterin oder Ihr Berater schon im Vorfeld benötigt. Die nötigen Formulare können Sie dann herunterladen. Sie werden Ihnen zugeschickt oder Sie können sie in der Beratungsstelle abholen. Sie müssen nur so weit ausfüllen, wie es Ihnen möglich ist. Dritter Schritt. Zu Ihrem Erstgespräch bringen Sie einfach alles mit. Rechnungen, Mahnungen, Briefe, Einkommensnachweise, Formulare. Zur Not geht so. Aber noch lieber wäre uns so. Die Beratung findet in Deutsch statt. Denken Sie also daran, auch jemanden mitzubringen, der oder die übersetzen kann. Ihre Beraterinnen und Berater sind sehr flexibel. Beratung kann online stattfinden, telefonisch und natürlich auch persönlich. Besuchen Sie einfach die Website des Caritasverbandes in Ihrem Wohnort oder Landkreis, um mehr über Ihre Schuldnerberatung vor Ort zu erfahren. Im Bistum Limburg bieten der Caritasverband Frankfurt, der Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus und der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn Schuldnerberatung an. Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Das machen wir gemeinsam. Ihre Caritas-Schuldnerberatungsstellen im Bistum Limburg.